Journalist sitzt morgens am Papier und denkt, was darf ich schreiben, was kann ich schreiben? Und meistens ist, was soll ich schreiben? Und sein Blick auf die Welt, der ist ausgesprochen, ich sage es mal jetzt etwas vorsichtig, Journalisten sind einfache Menschen, die aus irgendeinem Grunde glauben, sie wüssten etwas mehr. Aber die wenigsten Leute, ich glaube, all diese Menschlein, die da jetzt über die Ukraine so einen Irrsinn verbreiten, haben wirklich Ahnung von dem, was da los ist. Dafür braucht man keinen Führerbefehl, man braucht keine Führungsebene, die das anordnet. Was das alles so flexibel macht und so irre effektiv, dass jeder an seinem Platz weiß, wie es gemacht werden muss. Was geht und was nicht geht. Das Kalkül der Tagesschau ist, Putin ist sowieso böse. Es geht ja immer um diese unendlich trivialen und verzwerchten Narrative. Hier die Guten, da die Bösen. Sie können sie im Spiegel wörtlich nachlesen. Ich falle um. Die freie Weltgemeinschaft und der geopolitische Betonkopf Putin. Die westlichen Demokratien und der asiatische Despot. Das sind Geschichten, die sind unterirdisch. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass Sie so 200 Jahre Tradition haben und dass Sie mit diesen Geschichten exakt gar nichts erklären könnten, exakt gar nichts, und dass Sie deshalb auch eine Gruppe wie Pussy Riot erfinden müssen, sozusagen, um so etwas Ähnliches wie eine Opposition vorzustellen in Russland, dann kapieren Sie, dass dieser Journalismus sich völlig verhakt hat in triviale Narrative, und aus denen nicht mehr loskommt. Und mir tun mittlerweile diese Thomas Roths und alle diese Leute fast schon leid. Man merkt einfach, es gibt in dieser Umgebung keinen mehr, der dir mal sagt, Junge, das kannst du ein bisschen anders sehen. Ne? Die Schönbaum hat den WDR leergeräumt, da laufen jetzt nur noch Schönbaums rum. Und dann werden so Artigurais da, wie heißt die Frau, gezeugt. Also so kleine Monster. Das ist völlig inzestuös. Es gibt keinen Pluralismus mehr in den Läden. Früher war deshalb alles viel pluralistischer, weil die Anlehnung und der Journalismus, die Journalisten sich an die Politik anlehnen konnten. Und wenn Sie sich mal an die 80er Jahre erinnern, da war das Spektrum des Parlaments in Westdeutschland gewaltig. Also die linken Grünen, die linke SPD, CSU, das war so ein Spektrum. Und da brauchte ein Journalist nur damals Mikro da, und dann hatte er sozusagen seine zwei Meinungen, mindestens zwei Meinungen, und die gingen verdammt weit auseinander. Also irgendwann in 18 Jahren habe ich mal gedacht, boah, wir leben in einem tollen Land, hier passiert eine Menge auf parlamentarischem Niveau und das strahlt aus. In dem Maße, wie alles Mitte geworden ist, 95%, und der Rest wird vom Verfassungsschutz überwacht, hält sich die Journalie fest, jetzt zeige ich auch wieder so Nazi, hält sich der Journalismus fest, und zwar mit einem pedantischen. Und das hat der Roger Willemsen mal gesagt in einem ganz klugen Aufsatz, wenn wir jetzt 30% PDS hätten oder 30% Pegida, dann wird der Journalismus auch genau diese Summen sozusagen bringen. Herr Van Rossum, Sie haben eben in der Diskussion gesagt, der Journalist sitzt morgens vor einem leeren Blatt Papier und sagt, was soll ich schreiben, was darf ich schreiben? Ich muss sagen, da finde ich mich jetzt persönlich nicht wieder. Ich bin seit 25 Jahren Reporter bei der ARD und mir hat noch keiner gesagt, was ich schreiben soll oder was ich nicht schreiben darf. Das ist doch ein Zerrbild, was Sie da verbreiten. Jetzt sind Sie beim Panorama, das ist natürlich eine spezielle Situation. Sie sind ja wahrscheinlich auch aufgefordert, etwas abweichende Meinung zu zeigen. Aber ich glaube nicht, dass ein Journalist morgens sich Gedanken macht, wie sehe ich die Welt, sondern wie bringe ich das unter, was ich sehe, in das, was gebraucht wird. Das meine ich. Also die Vorstellung, dass ein Journalist sich selbst zusammenbaut, was funktioniert da wie, was passiert in der Ukraine, was habe ich für Quellen, und dann sagt Heureka, hier sehe ich, so ungefähr sehe ich das. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Charlie Hebdo, da haben Sie gesagt, diese Täter haben Allahu Akbar geschrien und dann eine ganze Redaktion niedergemetzelt, und kein Journalist hat sich die Frage gestellt,
was bedeutet das? Also sie zweifeln, dass es wirklich islamistische Täter waren, oder? Jetzt, da können Sie mich natürlich so in die Pfanne hauen. Ist mir jetzt auch wurscht, hauen Sie mich in die Pfanne. Ich mache einen Fernseher an und sage, hier stimmt alles nicht, hier stimmt gar nichts. Ich sehe diese Türme zusammenfallen und sage, hier stimmt gar nichts. Nein, die Lampen Diese Karikaturen sind erstens scheiße und zweitens uralt. Und drittens interessieren die keinen Arsch. Entschuldigen Sie, wenn ich grob ausdrücke. Die sind in 20 islamischen Ländern ausgestellt worden, gedruckt worden. Dass jetzt, 2015, ein paar durchgeknallte Jungs am helllichten Tageslicht vor laufenden Kameras aus dem Auto steigen, Allahu Akbar rufen und dann die Redaktion niedermähen, finde ich grotesk. Also, ich kann nichts beweisen, aber mir kommt es so gestellt vor und so absichtlich. Und wenn ich die ganzen Folgen sehe und wenn ich dann sehe, wie die Staatspräsidenten in den Armen liegen und die Pressefreiheit in Frankreich verteidigen, die es exakt nicht mehr gibt. Es gibt keine Pressefreiheit in Frankreich. Freunde von mir in Frankreich, die lechzen nach ZDF-Nachrichten, um noch mal was von der Welt zu verstehen. Es kommt mir sehr getürkt vor. Das ist aber wirklich im Konjunktiv und ich kann nichts beweisen. Aber Sie sind auch selber Journalist, also bei Charlie Hebdo ist auch, Sie sagen, Sie wissen auch nicht, wie es war, aber das kommt Ihnen jetzt nicht plausibel vor, weil es zu offensichtlich ist. Aber ich meine, als Journalist müssen Sie doch Fakten beibringen und sagen, das spricht dafür, dass es so nicht gewesen ist. Nur also ein reines Gefühl ist, alle rennen in eine Richtung, nur ich nicht, das kann doch ein Geisterfahrer auf der Autobahn sagen. Ich rede ja jetzt nicht sozusagen als recherchierender Journalist, ich rede als Beobachter, als Mensch, der sagt, die Motivlage ist absurd. Diese Karikaturen sind durch. Die holen, mit denen kann man nichts mehr hinterm Ofen hervorholen. Und daraus jetzt was zu machen, das könnte gewissen Leuten passen. Das ist eine Verschwörungstheorie, aber ich weiß nicht, wie man ohne Verschwörungstheorien auskommen will. Ich kann nichts belegen, das sage ich immer wieder, aber ich... warum reden wir da drüber? Da gibt es so viele Sachen, der steckt voller Fallen. Mich interessiert das gerade so richtig. Aber wen machen die da, mir da so einen albernen Verschwörungstheoretiker? Nein, ich bin ja auch Verschwörungstheoretiker, muss ich auch zustehen. Sie ringen ja so ein bisschen mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker und sagen immer, ich will nicht in die Ecke gestellt werden, aber ich bin ja doch einer. Was ist das jetzt irgendwie? Verstehe ich nicht. Brauchen die Leute Verschwörungstheorien oder ist das quasi... Ja, natürlich brauchen wir Verschwörungen. Es gibt Verschwörungen und deshalb brauchen wir Verschwörungstheorien. Und wer was anderes sagt, hat eine Scheibe. Nur macht man sich ja sehr leicht. Man sagt, irgendjemand steht auf und hat Verschwörungstheoretiker und er meint damit, dass ich der Vertreter eines pathologischen Genres wäre. Und er meint, er weiß, kann entscheiden, wann ein Text pathologisch ist und nicht. Aber so einen Text gibt, so eine Gattung gibt es nicht. Es gibt gute oder schlechte Verschwörungstheorien.